auf den Maus gefahren. Morgen ist eher guten Nachmittag, aber... Und eigentlich Maus gecheckt. Also, wir haben mein Geschenk abgeholt. Ja. Also, mein Beitrag zur Ökologie der Fortbewegung. Und zwar haben wir die neue Disney Vespa abgeholt. Genau. Wie gefällt sie dir? Super. Super schön, super cool, ganz süß. Und ja, wir haben, eigentlich hätten wir sie schon vor über zwei Wochen bekommen sollen. Es hat mit der Anmeldung nicht geklappt. Jetzt hat sie endlich eine Anmeldung und wir können losfahren. Genau. Wir sind schon größeres Motorrad gefahren. Also war das ein relativer Blindkauf. Einmal kurz Probefahrt und dann ja, eingepackt. Und wir dachten uns hauptsächlich, wir brauchen etwas für die 100. Folge. Nein, eigentlich wollte André immer schon Vespa-Roller haben. Ich habe ihm immer gesagt, was willst du damit? Jetzt kam halt die Mickey Edition raus und das war eigentlich ein Zeichen, okay, du wolltest den eh immer schon haben, jetzt kriegst du. Genau. Ist wirklich wahr. Und in diesem Video sehen wir dadurch dann jetzt ein bisschen von der Maschine, ein bisschen, wie sie sich fährt, ein kleiner Fahrbericht schon und warum wir so begeistert von der Kleinen sind. Und einen Namen hat der Kleine auch schon. Ja, es ist ja ein Italiener und es ist halt ein Mickey, also es ist Michelangelo. Fanden wir passend. Also, wir kommen in der Familie. Und hier ist der Händler in Ratingen, wo wir die gekauft haben. Ein Vespa-Experte, ich zeige gleich nochmal, was da drin ist. Oh, und die ist so aber kaputt. So wird ja hoffentlich niemals aussehen. Oh nein, das ist so traurig. Und ja, da ist der Kleine. Hier unten. Juhu. Sehr, sehr cool. So, da ist die Kleine. Der Kleine, ne? Wie heißt der? Der Kleine. Michelangelo. Oh, süß. Zeitspiegelchen. Also, eine Detailerklärung von dem Ganzen folgt nochmal später. Mit unserem Kennzeichen, auch relativ kurz und klein, habe ich schon in der Hand gehabt, das Blech, die Tage. Sehr schön. Und hier sind wir in dem Laden drin und tatsächlich haben die hier so viele davon, die könnten die verkaufen. Das ist echt total krass, oder Steffi? Ja. Okay. Also, richtig süße kleine Teile und auch größere Maschinen. Da steht noch einmal die 50er Variante. Und draußen steht dann halt unsere. Sehr cool. Ein super schönes Geschäft. Und tja, wer weiß, was da noch folgt. Von Disney? Bestimmt nichts, aber cool. Viel Spaß! Hab ich! So, angekommen auf dem Vespa-Parkplatz, Atrium, sonst was. Hier ist er. Also die erste Probefahrt war total super. Was heißt Probefahrt? Also ich bin normal gefahren. Steffi hat was gar nicht gemeckert. Und Michelangelo wollte schon auf die Autobahn. Da habe ich aber gesagt, nee, das machen wir nicht. Also super schön. Detailaufnahmen jetzt gleich. Aber cool. Very nice. Leider müssen wir jetzt aber losgehen zum Sport. Also bis morgen früh dann und dann gibt es auch mehr von dem Roller. Kleiner Cut. Angekommen auf dem Parkplatz quasi. Ja, wir haben einen Tag später. Ich bin heute Morgen schon hingefahren. Komm, ich erkläre das mal eben. Ja. Ich bin heute Morgen schon zum Brötchen holen gefahren und das hier ist Michelangelo. Es ist super schön gewesen, hier mit schon zum Bäcker zu fahren. Einmal, das ist durch ein Waldstück bei uns durch und dann bin ich auch schon in der Nachbarstadt. Das ist der nächste Punkt, weil wir ganz außen von unserer Stadt hier leben. Und ich konnte richtig toll dann mit dem Roller hier durch die Gegend wetzen. Hat Spaß gemacht. Steffi fährt jetzt gleich ihre ersten paar Meter mit unserem eigenen Roller. Und eine Mini-Erklärung? Ja. Okay. Also das hier
ist die Vespa Primavera 125. Das heißt, das ist die von 2016 aktuelle Version. Das kann man hier unten sehen. Folge mir. Ja. IGET-Motor, die moderne Motorenvariante, die dann rausgekommen ist. Und Primavera steht für? Frühling. Genau. Und ja, das Ganze findet auf 12 Zoll Rädern statt. Das heißt, ganz typisch für die Vespa mit einer Einradaufhängung vorne und hinten. Hier vorne, hier kann man auch, komm mal hier rum. Hier kann man auch erkennen, dass das Rad nur an einem aufgehängt ist. Das hier sind Sticker übrigens. Nicht ganz perfekt gemacht, aber es ist typisch bei Vespa. Die Mickey-Sachen hier vorne sind auch Sticker, wie beim billigen Lego-Set, habe ich schon mal gesagt. Was allerdings richtig toll ist, ist, dass die Sitzbank hier mit der Gravur, das ist halt richtig so das Premium-Teil da dran. Ich denke mal, die wird im Ersatzteilehandel dann 500 kosten oder so, keine Ahnung, ist alles nicht so günstig. Was noch zu erzählen? Also, das ganze Chassis, komm, wir gehen mal einmal noch mal rum. Das ganze Chassis von hier hinten, unten rum bis hier nach vorne ist ein Edelstahlrahmen, ein Blech, Monocoque und ist im, wie soll ich sagen, eine Festigkeit dadurch. Hier dran ist Plastik. Hier dran ist Plastik, hier dran ist Plastik, hier dran ist Plastik. Das andere sorgt alles für die Steifigkeit. Also quasi das Schwarze komplett hier. Mhm. Unten lang, wo man, also wo es schwarz weitergeht. Und dann hier vorne das Frontteil, was ja auch schwarz ist. Das ist ein Guss. Genau. Das Besondere an der Disney ist natürlich, die Sticker habe ich unten schon erwähnt, die gelben Schüchen von Mickey, die rote Hose, das schwarze Oberteil von Mickey. Die Einradaufhängung kommt daher, dass Vespa damals nach dem Krieg, vorher, also vor dem Krieg und während des Krieges halt Flugzeuge gebaut hat. Und die hatten dann überlegt, was machen wir, wo können wir jetzt nach dem Krieg halt weiterhin Geld verdienen, wie kann unsere Firma weiter überleben. Eigentlich ist es ja Piaggio als Firma. Zeig mal kurz das Logo. Also hier Piaggio. Und die haben sich dann überlegt, dann bauen wir halt die billigsten Fahrzeuge für jedermann, dass man mobil bleiben kann. Weil große Motorräder waren stinkig und kleine Roller einfach bezahlbar, um durch die Gegend zu kommen. Das hat weiterhin funktioniert. Piaggio, die Firma, Vespa, kam nochmal wie? Die Form des Rollers. Also früher war er ja noch bauchiger. Er war hinten, das Hinterteil war noch viel bauchiger und auch ein bisschen langgezogener. Und vorne halt dann so quasi der kleine Kopf und dann so diese Lücke und dann hinten dieser Bauch, sagte dann der Chef, sieht aus wie eine Wespe. Und dadurch ist der Name entstanden. Like a Vespa. Ja. So was irgendwie. Gut. Noch was erklären hier? Ja, die zwei Spiegeln sollen natürlich die Mickey-Öhrchen sein. Genau. Und ja, und man kann auch den Sitz öffnen. Ja, warte. Erklärung. Genau. Schlüssel? Ja, man muss immer den Schlüssel benutzen, auch um das Ding zu starten. So. Eine Wegfahrsperre drin. Genau. Wegfahrsperre entgegelt, kein Display, keine Anzeige. Ich mache die Schaltung an. Ich kann aufmachen, aber ich habe noch keine Zündung. Ich drehe einen weiter, ich habe die Zündung. Anzeige, Kilometerstand, zwei verschiedene Startkilometerzähler auch noch, wie viel Tank wir noch drin haben, ABS-Kontrollleuchte, Motorkontrollleuchte, Abgasleuchte. Ziemlich modern, genauso wie auch die LED-Scheinwerfer. Steffi ist gestern auch kurz mal vor mir gefahren, also auch die Scheinwerfer mit dem Fernlicht und so weiter können was. Ja. Das ist cool, habe ich auch gestern Abend im Dunkeln noch mal gesehen. Hier dran gibt es jetzt hier noch, Moment, die Klappe. Wenn man den Schlüssel reindrückt, öffnet sich eine Klappe, genau. Dahinter ABS. Genau. Anschluss für USB-A, dass man sein Handy laden kann. Und hier oben der Knopf mit dem Schlüssel ist halt der Knopf, um die Sitzbank zu öffnen.
Und in der Sitzbank kann man ganz toll seinen Helm verstauen. Sehr cool bei Vespa. Mit Sonnen. Genau. Wie sieht das? Zeigen wir gleich mal auf Steffis Kopf. Das ist halt eine Plastikschale, die kann man auch rausnehmen. Echt? Ja. Und darunter verbirgt sich quasi das ganze Geschehen. Genau. Etwas mehr Technik gibt es auch noch. Tankstutzen. Der ganze Tank ist einmal hier außen drumherum. Das ist der Tank. Ansonsten ist die Maschine sehr niedrig. Die 12 Zoll Räder mit der guten Dämpfung und ist wirklich toll. Ich bin über Bahnschweller gefahren und so weiter. Dämpfung ist 1A. Ist halt auch für italienische Straßen gemacht. Nicht unbedingt 1A. Straßenbelag und nicht planen, sondern ist echt komfortabel zu fahren. Noch was Technik. Hier drunter steckt noch die Batterie. Und das war's. Niedriger Schwerpunkt, 12 Zoll Räder, ziemlich niedrig und man kann toll hin und her, sehr wendig, ist total spritzig, macht richtig Spaß. Dann fahr mal. Okay, cool. So, dann starten wir mal. Einmal den Griff hier ziehen. Und die Zündung. Okay. Achso, ich muss erstmal anmachen. Ne? Display muss leuchten. Ja. Griff ziehen und. So einfach war das. Und Sicherheit? Okay. Dann kann es losgehen. Der Hauptständer, darauf kann man halt tatsächlich sitzen. Ja, genau. Also, das ist alles halt stabil. Wobei das Rad hinten, das dreht sich jetzt. Das habe ich auch noch nicht so gesehen. Also, dann fahr mal los. Ich meine, wir haben beide einen Motorradführerschein und wir sind Motorrad gefahren, aber es ist einfach so cool und es macht so Spaß. Das ist so urlaubsmäßig halt, in kurzer Sicherheitshose genau, natürlich. Ja, natürlich, ohne Sicherheitskleidung. Ich habe jetzt mal bis so 60, fast 70 hochgezogen, aber es ist echt spaßig. Und die fährt laut nach 140. Nein, so schnell fährt die nicht. Leider nicht, aber es ist cool, es macht Spaß und es ist echt Urlaubsfeeling. Ja. Höchstgeschwindigkeit sind 90 km/h, Tankinhalt sind 8 Liter, Verbrauch 2,5 Liter. Das macht in Summe 200 irgendwas Kilometer, die man da mit Sicherheit schafft. Normal irgendwas tanken, alles außer Diesel hat der Händler, Berater gesagt. Genau. Verkäufer, something. Sehr schön. Viel Spaß. Danke. Also es ist ja wohl total klar, dass das jetzt unser Gefährt ist, um damit in die USA zu fahren oder keine Ahnung. Macht super viel Spaß. Also für mich ist das praktisch, dass ich damit halt zur Arbeit kann, weil ich halt nicht so weit habe und alleine so von der Wirtschaftlichkeit her ist das halt total praktisch und lässt sich leicht rechnen, zumal die ganze Unterhalt von der Maschine gar nicht so teuer ist. Tja, Fazit. Ich bin 2 Kilometern. Ja, genau. Ich bin jetzt einfach nur mal ein bisschen hoch und runter die Straße gefahren. Aber es ist wirklich cool. Es macht wirklich Spaß. Ich war ja am Anfang schwer unbegeistert, als André sagte, ich will eine Vespa, ich will einen Roller, ich will eine Vespa. Genau. Nochmal fürs Protokoll. Ich hatte recht. Ja, ich dachte halt, so zur Arbeit zu fahren, das ist zu gefährlich. Wir hatten ja damals Motorrad. Motorrad hat halt mehr PS, aber so Roller werden ja immer gerne übersehen auf der Straße und weggedrängt. Und deswegen hatte ich so ein bisschen auch Bedenken und habe gesagt, lass es doch, muss doch nicht sein. Ja, wie gesagt, jetzt kam dieses Modell raus, wobei ich jetzt auch schon ein anderes Modell wieder gesehen habe, wo ich auch denke so, okay. Für die Vespa-Fans hier, die das vielleicht gucken werden auch.
Ja, die Picknick hat Steffi sich schon geguckt in den Minz. Genau. Ja. Und die ist auch echt süß. Und ja, wie gesagt, es macht vom Fahren macht es wirklich Spaß. Es ist, Motorrad hat mir natürlich auch immer viel Spaß gemacht. Ist was ganz anderes, ist viel schneller, ist viel mehr in den Kurven und so. Aber das ist halt reines Fun-Objekt. Also wirklich Urlaub. Nutzen hoch 10. Ja. Okay, und preislich halt, ich habe gesagt, 2,5 Liter braucht die Maschine. Die kann man jetzt halt, es gibt auch die 50, ja, die würde ich vielleicht eher nicht so ins Auge fassen. Ich würde die 125er, für Deutschland ist die üblich, zur 150er ist da auch kein nicht mehr viel Unterschied, so von der Leistung, meinten die Verkäufer. Auf alle Fälle steuern. Nada. Ja, es ist einfach Gas geben und Bremsen. Genau. Also es ist wie Fahrradfahren. Okay, we need nur, to talk. Ich meinte Steuern im Sinne von Steuern, Finanzen. Ach so. Okay. Ach, Entschuldigung. Okay, retake. Steuern, Kosten? Ich glaube nichts. Also genau. Gar nichts. Gar nichts. 90 Euro Versicherung für uns. Vollkasko mit 300 Selbstbeteiligung für Diebstahl, Selbstschuld kaputt gemacht. Und es ist jetzt 90 Euro für uns, das ist nicht so viel über das ganze Jahr gerechnet halt. Dafür verbraucht der, man hat weniger Abnutzung am Auto und man hat ganz viel Spaß. Hat ein schönes Primavera Mausgecheckt Logo und lässt sich auf alle Fälle wirtschaftlich gut rechnen und vom Spaß her ganz groß. Ich zeige mal, wie sich das Ganze anfühlt beim Fahren. Okay, André macht jetzt noch mal eine Runde mit der anderen GoPro und hat die sich oben an seinen Spiegel geklemmt, um mal zu zeigen, wie sich das so fährt. Viel Spaß! Jetzt Tempo 30, aka Tempo erlaubt. Thank you.
Okay, das war dann jetzt einmal die Rundfahrt mit viel Krach wahrscheinlich von mir auf der GoPro. Macht super viel Spaß. Wenn ihr Fragen zu der Kleinen habt, oder zu dem Kleinen, Michelangelo ist ja ein Mann, ne? Kommentar. Ansonsten, wer nur Vespa-Fan ist, aber sich trotzdem für Disney interessiert, darf gerne auf Abo und Subscribe klicken. Dann heiz mal durch. Wow. Hier ist übrigens Tempo 100 technisch gesehen, weil wir sind genau zwischen Duisburg und Düsseldorf. Und das ist vollkommen okay, dass Steffi so schnell hier fährt.